Das Jurassic-Franchise geht ja bekanntlich nach Jurassic World Dominion weiter. Wann das Ganze der Fall sein wird, das weiß man noch nicht. Man geht irgendwie davon aus, 2024 dürfte es erste Ankündigungen geben, damit das Ganze dann 2025 so langsam ins Rollen kommt. Und es gab ja vor kurzem die ersten offiziellen Infos zu einer Fortsetzung von Jurassic World Dominion. Auch dazu habe ich dir ein Video gemacht, das habe ich dir gerade mal da oben verlinkt. In diesem Video hier geht es aber um eine weitere Aussage eines der Produzenten, nicht von Jurassic World Dominion, sondern von Jurassic World Fallen Kingdom. Das heißt, der Mann ist an Jurassic World Fallen Kingdom tätig gewesen, aber eben nicht an Jurassic World Dominion, was aber auch vollkommen egal ist. Es geht hierbei um eine Idee, die dieser Mann gepitcht hat. Diese Idee ist so ein bisschen unterm Radar durchgeschwubbert und wurde auch nicht wirklich für ernst genommen. Ich erzähle euch immer, was für eine Idee dieser Mann hatte und warum ich die für genial halte. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Dass das Jurassic-Franchise weitergeht, ist ja kein Geheimnis mehr. Man geht davon aus, dass die gesamte Jurassic-Reihe sich jetzt langsam in so eine Art Marvel Cinematic Universe ergeben wird. Das heißt, wir werden auch Vorgeschichten von Figuren bekommen, wir werden Geschichten bekommen, die vielleicht parallel zu den Ereignissen von Jurassic Park spielen. Eventuell bekommen wir noch den Aufstieg von Lewis Dodgson und Biosyn mit. Wir bekommen eventuell eine Vorgeschichte von John Hammond, aber das sind ja alles nur Gerüchte bis jetzt. Nein, davon ist noch rein gar nichts offiziell. Es gibt bisher eben nur Gerüchte und eben Vorschläge dazu, wie es jetzt weitergehen könnte. Ich hatte euch vorhin hier oben ein Video verlinkt, wo es dann wirklich die ersten Infos zur Fortsetzung des Jurassic Franchise geht, wo es dann wirklich um die ersten Infos zum Jurassic Franchise geht. Und jetzt gab es schon wieder den nächsten, ich wollte gerade sagen Leak, aber nee, das erste Gerücht bzw. die erste Idee, wie man denn dieses Jurassic-Universum ein bisschen handfester machen kann. Denn ja, unter anderem ist auch mir aufgefallen, dass es immer mehr Leute gibt oder immer wieder Leute gibt, die sich an der Kontinuität oder eigentlich nicht mal an der Kontinuität von Jurassic World, sondern an der wissenschaftlichen Ungenauheit der gesamten Jurassic-Reihe so ein bisschen, naja, so einen Narren dran gefressen hat, im negativen Sinne. Das regt ein paar Leute auf, dass der Giganotosaurus und der T-Rex sich vor 65 Millionen Jahren getroffen haben. Und das könnte ja überhaupt nicht sein, weil in echt war das überhaupt nicht so. Der Spinosaurus war in echt auch nicht so stark wie der T-Rex. Und in Jurassic Park hat er den einfach getötet. Und das ist alles so, nee, das kann ich nicht hinnehmen. Ich finde das ziemlich Bullshit, dass man da so rangeht, weil in der Welt von Jurassic ist das eben einfach Fakt. In der Welt von Jurassic ist der Spinosaurus mächtiger als der Tyrannosaurus Rex, was schon zweimal bewiesen wurde, eben einmal in Jurassic Park 3 und eben einmal auch in der letzten Staffel von Jurassic World Camp Cretaceous. Außerdem sehen wir auch in Jurassic World Dominion, wie der Giganotosaurus auf den T-Rex trifft, und zwar vor 65 Millionen Jahren. Von daher ist das einfach auch Fakt in der Welt von Jurassic. Ich verstehe nicht, wie man sich daran so krass aufhängen kann. Vollkommen Wurst, ebenfalls haben wir einen Fakt in der Welt von Jurassic, der null Sinn ergibt. Nämlich, dass Dr. Alan Grant aus wissenschaftlichen Erkenntnissen oder von wissenschaftlichen Erkenntnissen her weiß, dass der Tyrannosaurus Rex nur auf Bewegungen reagiert. Im ersten Buch von Jurassic Park von Michael Crichton ist das Ganze ein bisschen sinnvoller erklärt, denn da wird ganz klar beschrieben, dass der Tyrannosaurus Rex diese Sehschwäche hat aufgrund dessen, dass seine DNS mit der DNS eines Frosches komplementiert wurde und dieser Frosch hat eben die Fähigkeit, dass er reflexartig auf Bewegungen reagiert. Das wollte Steven Spielberg in seinen Film aber nicht mit einbauen, weil er der Meinung gewesen ist, dass das Ganze zu viel Exposition gewesen wäre, und da muss ich auch sagen, ja, deswegen hat man hier gesagt, okay, wir stellen das Ganze als wissenschaftlichen Fakt im Jurassic-Universum dar, dass der T-Rex hier wissenschaftlich anerkannt eine Sehschwäche hatte und deswegen eben einfach nur auf Bewegungen reagiert hat, beziehungsweise nur sehr stark auf Bewegungen reagiert hat. Was wir auch sehr schön in Jurassic Park 1 sehen, wo Dr. Ian Malcolm diese Fackel wegschmeißt und eben weiter rennt und der T-Rex fokussiert sich gar nicht auf das Licht, nein, er fokussiert sich auf den sich weiterhin bewegenden Ian Malcolm. Nun wurde eine Idee gepitcht, die das Ganze für die Meckerer da draußen, zu denen ich ja manchmal auch gehöre, aber nicht in diesem Fall, die das Ganze relativ sinnig aufräumen könnte. Der Pitch beschreibt hierbei eine Idee, in der eine Dokumentation gedreht werden könnte, die auch in der Welt von Jurassic nur eine Dokumentation ist. Das heißt, wir hätten hier vielleicht bekannte Gesichter wie nochmal Alan Grant oder auch Ian Malcolm, die in dieser Dokumentation über bestimmte Dinosaurierarten sprechen würden. Ian Malcolm würde dabei vielleicht weniger Sinn machen, aber eben Alan Grant. Diese Dokumentation würde sich dann dabei aber rein auf die Jurassic Lore beziehen. Das heißt, in dieser Dokumentation würden wir erfahren, dass der T-Rex eben eine Sehschwäche hat, dass die Velociraptoren 2 Meter groß gewesen sind, was sie ja in echt auch nicht waren.
dass der Spinosaurus das mächtigste an Land lebende, fleischfressende Tier gewesen ist, dass der Giganotosaurus zum selben Zeitpunkt wie der T-Rex gelebt hat. Die Idee hinter diesem Pitch ist zum einen, dass man somit bestimmte Logiklücken, es sind nicht mal Logiklücken, dass man somit aber einfach bestimmte Begebenheiten erklären könnte, die im Jurassic-Universum ja Fakt sind und in unserer Realität laut der wissenschaftlichen Forschung eben nicht so gewesen sind. Damit würde es in den Filmen Sinn ergeben und wir hätten dann vielleicht einen einzigen Film von ungefähr 90 Minuten, der als Dokumentation dargelegt worden wäre, wo wir eben eine Doku aus dem Jurassic-Universum haben, die uns dann solche Fakten eben näher bringt. Und der ausschlaggebende Punkt, wie die Person auf die Idee gekommen ist, sowas wäre doch gar nicht so verkehrt, die spiegelt auch meine Meinung von damals wieder. Wisst ihr noch, wo wir uns den 5-Minuten-Clip zu Jurassic World Dominion damals angeschaut haben, beziehungsweise ich ein Video darüber gemacht habe und ich damals schon gesagt habe, ey, ich hätte sehr gerne eine Dokumentation über genau diesen Zeitraum, diese vor 65 Millionen Jahren Zeitspanne über Dinosaurier aus dem Jurassic-Franchise. Danach haben wir dann Prehistoric Planet bekommen, was mitunter die beste Saurier-Doku aller Zeiten ist. Und dann ist das so ein bisschen abgeschwächt, auch von meiner Seite aus, weil ich mir gedacht habe, gut, jetzt haben wir ja das bekommen. Fakt ist aber, nein, das haben wir nie bekommen. Man könnte mit dieser Doku über die Jurassic-Reihe wirklich den Sauriern neue Eigenschaften hinzudichten und dann mit dieser Doku einfach sagen, damit ist das Ganze jetzt offiziell im Jurassic-Universum einfach de facto so, wie wir es auch hier in den Filmen gesehen haben. Man könnte die Intelligenz der Velociraptoren ansprechen, man könnte, wie gesagt, den Spinosaurus ansprechen, den Giganotosaurus, den T-Rex, man könnte diese ganzen Sachen so ein bisschen in den Vordergrund rücken, die ja viele Fans so ein bisschen stört, weil das in der Wissenschaft halt jetzt offiziell eben nicht so war. Man könnte in der Doku aber dann auch auf Forschungsergebnisse von Injun eingehen und zum Beispiel sagen, ja, der T-Rex hatte damals so eine Art Fell gehabt, die er aber heute nicht mehr hat, weil er eben mit Frosch-DNS komplimentiert wurde oder irgend sowas. Man könnte quasi mit dieser Doku das gesamte Jurassic-Universum so ein bisschen besser erklären. Im Endeffekt würde ich mir sowas wirklich gerne wünschen. Das war einfach nur ein Pitch, wie gesagt, der hat bis jetzt auch gerade mal 500 Likes, das ist nicht viel, also das ganze Ding ist nicht wirklich weit rausgekommen. Das Ganze aber jetzt eben gerade mal gelesen und muss sagen, ich finde das eine ziemlich coole Idee. Ob das kommt oder nicht kommt, das ist, ey, ich weiß noch gar nicht, was sie überhaupt geplant haben mit diesem Jurassic Franchise, was eben jetzt aufgebaut wird, aber sowas würde ich sehr gerne sehen wollen. Du bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Hättest du Bock auf eine Jurassic Doku, wo wir dann genau solche Unbegebenheiten einfach erklärt bekommen? Besten dann eben noch wirklich von Ellie Sattler, ach komm, lass Ian Malcolm auch mitreden. Vielleicht auch von Lex und Tim, die dann irgendwie ein bisschen damit reinreden können, so prominente Gäste. Das Ganze wäre aber einfach aufgebaut wie eine Doku, wie Prehistoric Planet, nur eben mit der Lore, mit den Regeln, mit der faktischen Wahrheit der Jurassic-Filme. Bin auf deine Meinung gespannt und bin in diesem Sinne raus mit dem Video für heute. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal.